Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute geht's los mit Groudon, Melmetal und Mr. Geralt. Wir sind bei 2765 Punkte gelandet, also wie gestern auch. Und gucken mal, wo wir heute mit diesem Team landen. Mr. Greggy Boy kämpfen wir jetzt. Der hat 20 Punkte mehr als ich, das ist schon mal gut. Führung ist schon mal gut. Melmetal haben wir auch nochmal zur Not gegen Dialga. Ja. Ein Psychostoß nehmen wir. Und da ich weiß, dass alle ihr Mewtwo schilden, gehe ich hier rein. Und die Attacke würde ich jetzt gerne ausschilden. Okay, ist nur ein Psychostoß. Ah, dann überlebe ich den hier auch definitiv. Und gegen Dialga könnte ich auch mit Melmetal dann rein. So, jetzt setze ich hier aber ein. Spukball wird er auf jeden Fall jetzt kassieren. Und ich glaube, ich gehe mit Mel. Wir gehen Melmetal. So, hier kann ich einen Spukball dann durchlassen. Ich warte, bis der Gegner den Spukball eingesetzt hat. Okay, ja. Obwohl, das war vielleicht dumm. Ah, vielleicht war das blöd, ja. Ja, weil der Gegner jetzt einen Draco schafft, ne? Ah, ich hab's verspielt. Ja, ich krieg jetzt die Ratina wahrscheinlich aus dem Spiel. Ah, Unheilbe, ja, bitte kein Boost. Schade, kein Gleichstand. Gleichstand wäre spitze. Ja, aber das verliere ich jetzt. Weil ich jetzt einen Draco abkriege. Jetzt kriege ich einen Draco ab. Ach, ich hasse es. Ich hätte doch eher rüber gemusst. Ja. Draco nimmt mich jetzt raus. Ja. Schade. Ja, hat der Gegner schlau gemacht, dass er mit Dialga noch rausgegangen ist. Dadurch habe ich das auf jeden Fall hier verloren. Hätte es mir was gebracht, mit Melmetal das gegen Giratina auszuspielen? Ich glaube eher nicht. Mm-mm. Nee, hätte mir nichts gebracht. Wobei, wenn ich einmal geschildert hätte. Ah, schwierig. Ja, dann hätte aber Dialga ein Schild gegen mein Dingsköchen gehabt. Schwierig, 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 schwierig. Stalobor, perfekter Lied. Das ist ein perfekter Lied. Noch besser als Dialga, finde ich. Aber okay, dann gehe ich hier raus. Weil ein Sternhieb kann ich immer hier durchlassen. Ja. Wir gehen auf Spukball. Den Wechsel holen wir uns hier auf jeden Fall. Genau, er schildert auch gar nicht. Wenn Dialga reinkommen sollte, gehen wir mit Melmetal rein. Dann sollte das eigentlich hier alles safe sein. Okay, wir gehen trotzdem in Melmetal.
Spukball kommt. Wird sogar geschildert, perfekt. Dann gehen wir in Chilimini Weltmetall. Den gleich auf den Steinhagel schon mal. Perfekt. Erste Attacke schilden wir nicht. Wir schilden erst die zweite. Ja. Genau, die schilden wir jetzt. Und dann wechseln wir gleich. Weil der Gegner wird jetzt auch wechseln. Ja, habe ich prima prediktet. Ich muss nur mein Schild für Melmetal lassen. Hier gehen wir gleich auf die starke Abrutzklinge. Weg ist weg. Ja. So, entweder er schildert jetzt Feuerschlag oder geht drauf. Weil Feuerschlag tut Drauran schon von Groudon weh. Ja. Sehr schön. Ja. Das war schön. Also für uns jetzt. Ja, das war ein ABA-Team auf jeden Fall. Stall vorne, Stall hinten. Und dann Dragoran. Ja, den Kampf haben wir gut noch hingekriegt. Mal sehen, wie es weiterläuft. Kampf beginnt. You win. Okay, na, bin ich noch nicht überzeugt, dass ich gewinne. Reshiram geht. Reshiram geht. Da freut sich eigentlich Melmetal auch drüber. Ah, die Feuerodem tun schon weh. Und wenn du Knöscher hast, ist auch doof. Vielleicht hätte ich auch ködern können. Ich werde hier auf jeden Fall schilden. Er schildet auch. Wobei, muss ich schilden? Kreuzflamme überlebe ich doch, oder? Ich schilde mal nicht. Der Kreuzflamme müsste ich eigentlich überleben. Oh, doch nicht. Okay. Ich habe nichts gesagt. Shit. Dann muss ich hier gleich schilden. Ah, ärgerlich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich das überlebe. Wir gehen mit extra Energie raus. Steinhagel kommt. Ah, das wird auch ekelig hier. Nee, ich bin nicht normal schöner. Das ist aber ein Gleichstand. Es war im Gleichstand. Das ist doof. Boah. Dieses Reshiram zerstört mich aber gerade ordentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass Kreuzflamme gegen einen Groudon so viel macht. Weil ich war ja im Game. Ich gehe hier sofort rüber. Mewtwo. Ich glaube, ich werde auch hier schon Mewtwo schilden. Oder? Ja, eine muss ich eh schilden. Psychostoß, ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Dieses Reshiram, ne? Jetzt wird er rübergehen. Okay. Ja, ich muss ködern, um das zu gewinnen. Ja, verloren. So, zwei mache ich noch. Ah, er kann eh runterfahren, ne? Okay, ja. Oh, das hätte ich noch gewinnen können. Wäre ich doch mal auf Spukball gegangen.
Wäre ich doch noch einmal auf Spuckball gegangen, dann hätte ich es gewonnen. Das ist schon ärgerlich. Das ist gerade richtig ärgerlich. Das hätte man so gewinnen können, aber... Oh. Ja, okay, bei Reshiram muss ich nächstes Mal einfach ködern. Kreuzflamme ist mies. Kreuzflamme ist richtig mies. Magma 1976. Okay, Giratina ist ein bisschen angenehmer, finde ich, als Reshiram. Dann wird Dialga wahrscheinlich hinten leben. Okay, die holen sich alle ein bisschen mehr Energie als normal. Aber die chillen immer. Ich chill jetzt auch mal. Okay, Spuckball ohne Ton. Perfekt. Ja, einen überlebe ich. Dieses Giratina, das nervt mich gerade, ne? Okay. Ich habe noch einen Feuerschlag ready. Das würde dich jetzt rausnehmen. Und wenn jetzt ein Dialga hast, wäre top. Ja, mit Dialga kannst du jetzt nicht viel farmen, wenn es kommt. Stahlobor, okay. Das finde ich sogar gut. Dann gehe ich hier rein. Melmetall haben wir noch. Bloß, wenn da jetzt noch ein Growler hinten ist, vom Gegner. So, er muss hier auf Draco gehen. Draco überlebe ich. Draco überlebe ich, glaube noch. Ja. Hä? Oh nee, komm. Komm. Okay, das nehme ich. Ja, das nehme ich, das ist gut. Weil eigentlich mit dem Köder müsste ich jetzt zum Dings kommen, oder? Okay, ja. Perfekt. Perfekt. Zwar knapp, aber Halleluja. Das sollte jetzt reichen. Auch ein Giratina kann in gewissermaßen ein Dialga zerstören. Das ist das Gute an Giratina. Zum Glück sind auch nicht so viele Ivetal unterwegs zurzeit. Deswegen kann man Giratina eigentlich immer ganz gut spielen. Melmetal kann man eigentlich auch immer gut spielen. Groudon auch. Es sei denn, wenn man vorne Flug-Pokémon hat. Ich hoffe, jetzt kommt vorne kein Flug-Pokémon. Das wäre echt ätzend. Das würde ich mal so gar nicht feiern, wenn vorne ein Flug-Pokémon ist. Kampf beginnt. Mal gucken. Bitte wieder ein Stahlbohr vorne. Ja, die Alga geht auch. Ja, ich wechsle zu spät. Ich glaube, ich gehe dann hier auch gleich im Melmetall, ne?
Wobei, wenn du Fokus. Ich probiere, ob du einen Fokusstoß hast. Hast du? Eisstrahl. Ah, okay, dann hast du Psychostoß Eisstrahl. Das ist eigentlich perfekt. Psychostoß, ja, einheitlich noch aus. Bloß die Alga wird nervig. Oder halte ich den aus? Ich versuch's. Ja, okay, ich halte ihn aus. Ja, das ist in Ordnung, das ist mir egal. Ja, ich habe schon einen guten Vorsprung. Entweder er schildert jetzt oder ist weg. Ja, weg ist er. Und Mewtwo macht auch nicht viel mehr, glaube ich. Und wir haben Giratina hinten. Ja, okay, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Da konnte man den Sieg gut einheimsen. Na, das haben wir gegen Mewtwo eigentlich gut gespielt, aber wir hatten auch Glück, dass der Gegner mit Eisstrahl spielt. Das macht unser Melmetal überhaupt nichts, Eisstrahl. Und Eisstrahl haben wir ja sogar abgefangen im Prinzip. Eisstrahl hat mehr Energie gekostet. Und das Mewtwo hätten wir ansonsten noch runtergefarmt. Also alles gut. Okay, wir gehen auf 2782. 7000 wäre schön, by the way. So, dann gehen wir ins das letzte Set für heute, ne? Mal sehen, ob wir über die 28 kommen. Wäre schön. Das Team hat auf jeden Fall das Potenzial, das zu schaffen. Ah, Lugia gegen Melmetal wäre mal schön. Ho-Oh würde ich jetzt nicht so feiern. Oder hier Rayquaza gegen Melmetal wäre auch schön. Aber mal gucken, mal gucken. Ja, ich hatte aber auch keinen Grund, gegen Dialga zu küren. Zur Not hätte ich dann später geschildert noch. Und dann hätte ich auch den Sieg quasi davongetragen. Hätte dann sowieso höchstens einmal schilden müssen. Mewtwo hätte ja nur zum Abfangen, glaube ich, nur nutzen können. Aber zwei Schilde Giratina ja gegen Kyogre. Keine Chance für den Gegner. Da könnte ja auch ködern, aber das würde viel zu lange dauern. Seven Ball Ute Daman. Okay, wir kriegen einen Dialga serviert. Und er bleibt drin, das ist schön. Ja, hier werde ich ködern, auf jeden Fall. Wir haben ultra viel Energie drüben. Er geht auf Spukball, perfekt. Wir gehen nur auf Unheilhöhe. Das durch? Ich glaube ja. Ja. Weil jetzt gehe ich einfach auf Spukball.
Ja, das ist geil. Wir haben noch mehr Metall. Wobei, nö. Ist nicht. Ah, vielleicht war der Shit doch doof. Vielleicht war der Shit doch doof. Aber wir werden es gleich sehen. Ja. Ah, das war doof. Wobei, vielleicht war das gar nicht so doof. Luftschutz überleben wir nämlich. Ja, das, nee, das war nicht doof. Nee, nee, das gewinnen wir auf jeden Fall. Alles gut. Weil das Überleben war sowieso. Und dann reicht auch gleich ein Feuerschlag gegen die Jäger. Hier machen wir einen Kraftkoloss. Wie viel zieht er? Jetzt machen wir Feuerschlag hier. Wir haben, glaube ich, noch einen Kraftkoloss ready drüben. Die Jäger ist weg. Ja, keine Chance mehr für den Gegner. Keine Chance. Sie hätte sowieso noch einen Kraftkoloss gehabt, der hätte jetzt auch noch gereicht. Schön, schön, schön. Ja, doch, da war der Wechsel doch gut. Ja, der Wechsel war da ultra wichtig. Sag ich so, wie es ist, weil mit Groudon gegen Lugia ist nicht schön. Nein, ich musste wirklich Melmetal gegen Lugia haben. Nein, der Shit war da sinnvoll. So, mal sehen, ob wir einen Gegner finden. Gegner, Gegner. Zieh, zieh, zieh. Na? Ja, da ist er. Kampf beginnt gegen Apple J100. Apple G100 auch genannt. Die Jägerführung nehmen wir immer, weil sie noch rausgeht. Ja, sehr schön. Ja, im Gleichstand. Eine Attacke überlebe ich hier. Mal sehen, ob der Gegner hier schildert. Er schildert, okay. Schilde ich jetzt auch? Nein, eigentlich nicht. Okay, er hat Knüller. Dann, ja, dann wäre in Giratina gehen ein Fehler gewesen. So, jetzt schilde ich auch. Genau, Nahkampf. Aber dann darf ich hier nicht in Giratina gehen. Okay, du schildest. Oh, ich weiß nicht, ob ein Feuerschlag reicht, ne? Ich teste es einfach. Wenn nicht, kriegt er doppelt Feuerschlag ab. Reicht das? Ja, okay.
Okay. Ich muss rüber. Ah, ich hätte den Giratina gekonnt, ne? Ja, Ivetal, ich hasse dich. Ja, das habe ich verloren. Das habe ich so gut wie verloren hier. Jetzt ist natürlich ein Ivetal hinten. Na, dann hätte ich doch gegen. Ja, Draco überlebe ich. Ich hoffe, das reicht. Ah, das. Ah, ich komme rüber. Puh. Ich habe einen Steinhagel. Ja, Finsaurer tut weh. Okay, er setzt ein, das ist gut. Na hier, Steinhagel. Der sollte doch gut Schaden machen, oder? Ja. Nein, 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 nein. Ich gehe auf Abgrundsklinge, das macht mehr Schaden pro Energie und das. Ivetal hält nicht so viel aus. Ivetal hält nicht so viel aus, bitte reiche. Nein, das ist doch nicht wahr. Och, komm! Dieser Millimeter. Oh, er hat sogar Orkan. Er hat einfach Orkan. Dann hätte ich gar nicht in Dings gehen müssen. Oh. Ja, dann habe ich es selber verspielt. Okay, das war ein Orkan-Spieler. Ja, ich sage, in dem Kampf war Giratina unbrauchbar. Joke of Stars. Groudon gegen Groudon ist okay. Ist okay. Er gibt leider den Gleichstand. Den ersten. Oh ja, er ködert, okay. War irgendwo klar. Mal sind noch ein paar Schilde. Nein, okay, dann ist gut. Er gewinnt auch irgendwie jeden Gleichstand, ne? Ja, ich lass durch. Das ist wieder nur ein Feuerschlag, okay. Das ist nicht schlecht. Entweder er lässt. Okay, Groudon sind wir los. Ich gehe hier rüber. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben noch Giratina. Wir haben noch ein Giratina. Ja, eine können wir durchlassen. Nahkampf kommt. Okay, ist in Ordnung. Und er muss nochmal einsetzen. Dann gehen wir auf Kraftkoloss. Okay, er schüttet, perfekt. Runterfahren kannst du nicht. Und Gleichstand gewinne ich gegen dich.
Das heißt, wenn du jetzt schildest, werde ich nicht schilden. Ja. Sehr schön. Das ist ein Himmelsfeger, das ist noch kein Luftstoß. So lang war es ja, glaube ich, jetzt auch noch. Oh, ach komm. Echt, war der so lange drin? Ah, das ist doch doof. Ja, dann habe ich das zu Recht verloren. Och, das war echt schon Luftstoß, ne? Einfach schön, einfach schön. Ja, die Niederlage hatte ich verdient. Echt, hat der so viel Drachenrote schon gegen Raudan eingesetzt? Ja, doch, ja, das passt. Arsch, Mann. Okay. Okay. Das war eigene Dummheit, sorry. Den Kampf hätte ich sonst 100 pro gewonnen. Ich hätte nur schilden müssen. Ja. Selbst wenn er geködert wäre, wäre ich vorher zu Unheilböen gekommen. Und mit Seishin hätte er keine Attacke mehr geschafft. Ach, wir haben das so gut bis dahin gespielt. Ja, ich glaube, das war's mit 2800 für heute. Mebius-san. Oh, die Meteorus-Führung hasse ich. Da will man ein Melmetal nicht gegen kämpfen. Okay, das ist gut, dass du zuerst einsetzt. Wenn das Kraftkoloss wäre, wäre schon nice. Okay. Das Problem ist, wir müssen gleich halt schilden. Ich kann auch jetzt nicht snipen, das ist das Problem. Ja, ich lass drauf gehen. Oh, okay, wir überleben das noch. Dann hätte ich R drücken müssen. Man schafft da hier nichts mehr. Dann gehen wir hier auf Spukballkurs. Okay, wir kriegen Schild, wir können hier rüber. Will ich das schilden? Ja, ne? Oh, der geht auf Eisenschädel. Das gibt's doch nicht. Ja, gut, dass wir kein Dings gemacht haben. Das Gute ist, wir kommen eher raus. Ich komme immer noch nicht raus. Oh, ich wollte gerade drüber. Okay, er hat Stromschuss. Okay, er setzt ein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ich hätte gerne Unheilböe noch rausgekriegt.
ja, er kommt bestimmt noch vorher zu Draco. Oder? Ist das ein Draco? Wenn ja, habe ich es verdient verloren. Bitte lass es kein Draco sein. Ach. Ja, hätte ich die Attacke Unheilböen noch gemacht, dann wäre er in Range gewesen. Dann hätten wir das gewinnen können, ja. Schade, dass das in der Niederlage endet. Aber auch nur, weil ich den Kampf davor so versaubeutelt habe. Ah, ich habe auch, muss ich sagen, diese Woche komische Arbeitsschichten. Gestern hatte ich Spät, heute habe ich Mittelschicht, morgen habe ich Frühschicht und dann wieder Spätschicht. Also ein Hin und Her, das macht einen auch kürre irgendwo. Aber ärgerlich, dass das nicht geklappt hat eben. Aber ich glaube, ich werde hier bei dem Team bleiben. Das Team kann schon was reißen, denke ich mal. Dialga ist so oft vorne. Melmetal kommt auch eigentlich gegen Dialga klar. Okay, das ist eine Spitzenführung. Die feiere ich. Wir gehen hier rüber. Luftstoß müssen wir nicht schilden. So. Und das Gute ist, wir können das andere Melmetal treffen. Mit Kraftcross dann. Ja, Luftstoß, überleben wir. Brauchen wir nicht Schäden. Den Wechsel holen wir uns so oder so. Selbst ein Himmelfeger überleben wir noch. Jetzt setzen wir ein. Okay, Gegner gibt auf. Okay. Dann hat er wahrscheinlich nichts mehr gegen Groudon und Melmetal. Okay, immer ein 2 zu 3 noch raus gut. Das wäre auch wieder ein 3 zu 2 normalerweise. Wir gehen wieder auf 2765. Ich kann die Zahl nicht mehr sehen. Aber insgesamt bin ich heute positiv gegangen. Ja. Aber für die Folge soll es auch mal wieder gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.